So, Freunde, da sind wir wieder zurück. Neuer Tag, neues Glück. Die Sonne geht gerade wieder auf. Ja, wir haben uns erholt von der letzten Folge, wo der Argentavis leider draufgegangen ist. Ja, jetzt müssen wir langsam zusehen, weil es wird hier nicht einfach mit dem Petri hier zu überleben. Deswegen wollen wir uns auf die Suche machen nach einem starken Argentavis und den werden wir dann hier einfangen. Wir provisorisch mal schnell eine Taming-Box hingeballert. Ja, und wir werden jetzt auf jeden Fall gucken, wo hier ein schöner Argentavis ist. Am besten über 150. Das ist mindestens, ja. Und dann werden wir den ganz genüsslich einfangen, würde ich sagen. So, mal gucken. Normalerweise fliegen hier so viele rum. Ist das schon wieder etwa der Alpha? Ey, die gehen hier gut ab, die Dinos, ey. Ja, Argentavis, wo bist du? Brauchen einen wunderschönen Argentavis. Was haben wir denn da oben? Level 100. Level 95. Level 130. Könnte man machen. Okay. Für den Anfang auf jeden Fall nicht schlecht. Werden wir mal gucken, wer sich hier so leicht anlocken lässt. Mal mit hier. Ja, er kommt auf jeden Fall mit. Level 130 ist okay. Ersetzt auf jeden Fall den, den wir verloren haben in der letzten Folge. Werde ich euch auf jeden Fall markieren. Die Folge könnt ihr euch gerne reinziehen. War nicht so berauschend. Wir wollten uns einen Mammut einfangen. Oder besser gesagt, einen Mammut 10. Und dabei ist einiges in die Hose gegangen. Zum Beispiel auch unser schöner Argentavis ist draufgegangen. Ja. Du kommst gefälligst mit. Hier, willst du nochmal angehittet werden? So, zack. So, komm mit jetzt hier. Ist jetzt keine perfekte Zähmung, dadurch, dass der schon angehittet ist. Aber ich will auf jeden Fall. Oh, meine Ausdauer geht gerade richtig den Bach runter. Eieieiei. Mal ganz kurz mal hier erholen. Wo ist unser Freund? Der dreht wieder um. Na, schöne Scheiße. So. Ja, wie ihr sagt, ist nicht alles so einfach hier mit dem Petri. Deswegen wenigstens der hier muss jetzt her. 130 ist in Ordnung. Was wird der kommen? Der wird, wenn wir Glück haben, auf 200 kommen. Lass es 180, 190 sein. Ist in Ordnung. Nur zusehen, dass wir den jetzt hier irgendwie in die Falle kriegen. Und dann wird er beschossen mit allen Mitteln. Ja. Ja, er folgt uns ganz artig. Oh, mein Freund. Gleich hast du es geschafft. Gleich bist du in deinem neuen Zuhause. Na! Hier geblieben. Komm mit. Hier sind wir. Genau. Schnapp dir den Petri. Ich hoffe, die Taming-Box funktioniert. First try, meine Freunde. Wir gucken mal. Genau, kack dich erstmal aus. Ja, hat funktioniert. Wow, hat nicht funktioniert. Shit. What the? Okay, was war jetzt das Problem? Sind die Abstände zu groß oder was? Er ist gar nicht mit drin gekommen, wa? Aber ist egal, er hängt da fest. Er hängt auf jeden Fall da fest. Können wir auf jeden Fall jetzt ausnutzen. Ah, schade. Bleib hier. Ah, wieso klappt die Box nicht, Alter? Sind die Abstände echt zu groß? Muss ich nochmal nachjustieren. Aber du bleibst jetzt auf jeden Fall hier. Dich will ich haben. Wir probieren es nochmal. Ah, das sieht gut aus. Auf jeden Fall, gut, dann war das jetzt halt ein Bug. Oder der ist gar nicht erst mit reingekommen, weil die Tür sich so schnell geschlossen hat. Auf jeden Fall haben wir ihn jetzt in der Falle. Jetzt kann die Reise hier losgehen.
die Armbrust macht ganz schön Schaden bei ihnen, ey. Ah, nicht, dass der mir krepiert. Obwohl es eine primitive Armbrust ist. Aber er ist schon hart am Bluten. Wir gucken mal ganz kurz. Oh, die Lebensanzeige. Eieieiei. Also 4 Level werden wir auf jeden Fall nicht kriegen mit dem hier. Ja, wie gesagt, ich brauche unbedingt dieses Mammut, damit wir uns Narkobären farmen können. Damit wir Darts herstellen können, weil der, guckt euch, der Blut, der... Okay, die Abstände sind auf jeden Fall doch zu groß. Mein Freund, komm mit. Du hast gar keinen Bock mehr anzugreifen, wa? Scheiße. Na, wir warten mal ab, bis er hier landet. Kollege, was ist denn los hier? Komm mal mit. So, noch mal ein Versuch. Ja, wir werden echt das Problem haben, dass der hier eher verreckt war. Der ist schon wieder nicht drin. Jetzt macht er mir hier die Wand kaputt. Ich drehe durch. Björn. Ey, ich fass es nicht. Ja, wir werden eher das Problem kriegen, dass der hier stirbt von den Pfeilen. Bevor der hier einschläft. Und schon wieder ist er raus. Ja, moin, Digi. Ach man, ist das ärgerlich. Verstehe nicht, warum die Abstände zu groß sind. Genau dieselbe Falle habe ich in Extinction auch schon gemacht. Oder ich hatte da Pfeiler benutzt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall... Wenigstens festhängen jetzt hier. Ich weiß, dass die Falle jetzt nicht funktioniert. Aber wenigstens, dass er sich jetzt hier festhängt. Mann, jetzt hänge ich hier fest. Ey, guckt euch den Schaden an von der Crossbow. Der macht auf jeden Fall viel zu viel Schaden, Alter. Der war daneben. Er ist zu weit weg, den muss ich wiederholen. Bleib schön hier. Oh, nicht da abstürzen. Komm, hier sind zu viele Feinde. Komm mit. Guckst du denn so blöd? Ah, jetzt hat er uns wahrgenommen. Guck mal ihn an. Ja, ich habe auch die falschen Pfeile mit dem falschen Pfeil auf ihn geschossen. Ach, ich bin doch so dämlich, ey. Leute, guckt euch an, wie ich hier abgehe. So, wo sind denn jetzt hier meine Narkosepfeile? Der macht mir hier die ganze Bude kaputt, wa? Bleib hier fälligst drinne jetzt. Oh,
Aber so kann es laufen. Auf jeden Fall, so ist geil. Wow! Oh, ich dachte schon, er will abhauen. So, habe ich hier irgendwie ein bisschen Fleisch? Ich habe Fleisch dabei. So, jetzt muss schnell gehen. Zack, renn mit dir. Und Narkotik. So, jetzt kannst du loslegen. 130er Argentavis, weiblich. Auf die Dame passe ich ganz gut auf. Wenn es jetzt funktionieren würde. Gut, okay. 64 Level plus. Gut, ich sag mal, 60 werden rauskommen. Ja, 100 Level, 100, 190, ja, ist in Ordnung. Kann man machen. Wird auch ja nicht so lange dauern durch das schöne Hammelfleisch. Wir werden mal gucken, was so ein Sattel kostet. Oh, den Sattel, den braucht man, kann man ja so craften. Wo ist er denn? Argentavis Sattel. Chitin, Keratin, Fasern und Leder. Muss ich mal gucken, ob ich was da... Ja, waren ja natürlich alles im Argentavis drin, ne? Ganz großes Kino. Ich guck mal, ob ich... Nee, war wirklich alles im Argentavis drin. Scheiße. Hier habe ich noch ein bisschen Leder, Fasern. So, hier Keratin haben wir auch noch. Müssen wir mal gucken, ob das reicht. Vielleicht hat hier noch der Petri noch was drin. Ja, der hat hier noch ein bisschen was von. Mal gucken, ob es reicht. Nee, natürlich nicht. 50 Chitin oder Keratin brauchen wir echt noch. Mist. Ui, was haben wir da? Schöne Schnecke, die wird bestimmt Chitin haben. Ah, nur 30, mir fehlen noch 20, scheiße. Haben wir hier ein Ei oder was ist das da? Was ist das? Achso, ja, achso, die Schnecke macht ja Zementpaste. Stimmt ja. So, 20 Chitin brauchen wir jetzt noch. Ist hier noch irgendwo was? Scheiße, ich wusste es. Ich wusste es. Ich hab's gewusst. Scheiße. Und der Petri steht da nur ganz blöd rum, wa? Ja, normal, Digga. Ach, Mann, ey. Redwood ist schon nicht einfach, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also, ich habe hier echt anfangs Probleme. Also, der Start ist nicht der leichteste hier. So, hier. Endlich. So, wenn wir noch die Zement... Oh, nee, da kommt schon der nächste Kombi. So, wir hauen lieber ab. Wir machen den Sattel jetzt hier erstmal fertig. Tun den Argentavis besatteln. Und dann haben wir erstmal den ersten Schritt getan, damit es hier endlich wieder losgeht. Der Bronto, der geht ja auch schon die ganze Zeit ab. Irgendwann müssen die Büsche doch hier weg sein. Ich werde hier vorne eine Taming-Falle hinbauen. Werde sie richtig bauen, so nicht so wie hier oben beim Argentavis. Und dann werden wir da das Mammut einfangen mit. Ohne Probleme, damit diesmal nichts schief gehen kann. Gucken mal kurz. Ja, ist gleich fertig, der Gute. So, werden wir den Sattel schon mal herstellen. Sattel. Oh, was fehlt denn jetzt? Achso, er hat's ja gefressen. Gut, gib mal her. Zack. Easter. So, Freunde. Jetzt aber. So. Könntest du aber auch langsam aufstehen, mein Freund. Das ist ja hier das allerletzte. Ist ja nicht. Ah ja, okay. Fertig. So, mein Prachtstück. Dann lass uns dich mal anschauen. Level 194 hat er. Ja, wenn wir den Sattel erstmal raufschmeißen. Ein Frauchen ist es. Gib mir das Narkotikum hier fälligst her. So, Energie ist genau dieselbe wie beim alten Argentavis. Gewicht müssen wir natürlich ein bisschen hochhauen. Oh, der Nahkampfschaden ist scheiße. Also wir hatten dann 500er Nahkampfschaden. Da müssen wir definitiv noch leveln. Aber auf jeden Fall schön Energie und Nahrung, ja, warum nicht? Wir gucken mal schnell, was er drauf hat. Wir werden mal kurz mal hier unten mal ein bisschen Stress machen. Hier Mammut zum Beispiel. Ist doch schon mal, ne? Können wir gleich mal gucken. Schauen wir mal, was für ein Level hat er?
Level 130. Das ist ein würdiger Gegner. Aber man sieht natürlich deutlich, dass seine Energieanzeige sehr hoch ist. Der Schaden ist wirklich nicht der beste. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden. Na komm. Wunderschön. Ja, den werden wir auf jeden Fall auf Nahkampfschaden trimmen. Wir werden mal nochmal gucken, was haben wir hier Schönes. Ein 55er, den nehmen wir auch noch mit. So. Oh, was haben wir denn da hinten Schönes? Jutyrannus, den kenne ich ja gar nicht. Den will ich auf jeden Fall mal schnell mal angreifen. Hey, Kollege, was ist los mit dir, hä? Wow. Ach, das sind die Viecher, wo mein Dino da nicht mehr reagiert. Das ist natürlich scheiße, wenn der den Ruf abkriegt. Ach, du Kacke. Ne? Mal in der Zeit mal schnell was essen. Wenn er sowieso macht, was er will. Ne, den werden wir auf jeden Fall killen jetzt noch schnell. Ich glaube, der darf mich einfach nicht anbrüllen. Und dann ist das Ding auch schon geritzt. Auf jeden Fall geile Farbe hat er. Oh, er hat aber ordentlich was bei gehabt. Ja, Freunde, werden wir mal zurück zur Base. Mal gucken, ihn noch schnell mal aufleveln auf ein bisschen Nahkampfschaden. Ja, ich werde in der Zeit dann noch ein bisschen hier die Box hier oben verbessern, damit hier keiner mehr rauskommt. Und werde vorne am Eingang eine ordentliche Taming-Box machen, damit wir uns in der nächsten Folge dann endlich nochmal, was heißt nochmal, einen zweiten Versuch starten, Mammut einzufangen. Ja, Nahkampfschaden, so, 6. Also ich will mindestens auf 500 kommen hier, so wie beim alten. So, ein Level 100, Level 200 Argentavis haben wir jetzt auf jeden Fall gut funktioniert. Die Taming-Box hier ist natürlich ein Fail gewesen. Ich weiß auch nicht, was ich da getrieben habe. Ja. Aber werde ich auf jeden Fall eine neue bauen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wenn es darum geht, nochmal zu versuchen, einen Mammut zu fangen. Ja, wäre auf jeden Fall sehr nice, wenn ihr dabei seid. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen von euch. Ja, und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Euer Stefan. Ciao, ciao.